Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit herzlich willkommen zum ersten Video der diesjährigen Klasse 1 Testreihe zusammen mit dem Pyro-Kobold. Jawohl, endlich geht's weiter. Oh, endlich geht's los. Letztes Jahr haben wir das erste Mal die Serie gestartet und die kam so gut bei euch an, dass wir dieses Jahr gleich wieder damit loslegen. Und dieses Jahr sind es auch einige Sortimente mehr und auch größere mit dabei. 9 Sortimente an der Zahl. Ja, heute gibt's das X-Game von Xplode. Und der Pyro-Kobold wird jetzt das Ganze mal öffnen und euch einen Überblick geben, was da alles so drin ist. Schön kompaktes Set. Wird auch nicht viel gekostet haben, denke ich mal. Nee, Preis dazu findet ihr in der Videobeschreibung. So, wir haben die Crackling Balls wie immer eingefaltet mit 6 Stück. 2er Päckchen Spinny. 50er Packung Flash. Firing mit 10 Stück und die Blitz mit 12 Stück. Das wär's schon. Klein, aber fein. Ja. 70 Teile insgesamt. Davon 50 Knallteufel. Dann lass fangen wir an. Knallteufel? Ja, machen wir schlechte gleich weg, oder? Ja. Als ersten Artikel der Testreihe 2018. Also Flash für Knallerbs, das hat man aber auch nicht so oft. Ne? Normal sind das eher so Knappenblitze oder sowas. Ja, schon, gell? Das, richtig zugeschweißt hier. Ich habe auch extra wieder die Betonfläche fein säubert. Ah! Ah, da geht schon los in der Hand. Der leckt, das die ist ja gemein. Sehr scharf. Hier, machen wir erstmal nochmal einen. Ah! Also einen, der war gut. Alter, ich habe den gar nicht fest zugedrückt, aber die sind jetzt für Knallerbsen ganz okay, würde ich sagen. Das war genug und jetzt ratz, alles auf einen Schlag. Ja. Ja, kann man machen. Den Besen schwingen hier. Gut. Ich würde mal die Firing machen. Firing. Sind da diese kleinen Schnüre hier mit dieser Plastik, mit dem Plastikstopsel hinten. Und Vorsicht, die gehen gleich an. Ach stimmt, das war das. Das hatten wir schon mal irgendwann. Besten, boah, wie mache ich das jetzt so? Da echt aufpassen, Leute. Die fetzen ganz schön rum. Pass auf, sonst fliegt er dir noch einen, einfach in die Fresse rein. Oh yeah. Weil die fliegen ja gerne immer noch ein kleines Stück das stimmt, weiter. Ja. Das stimmt. Kann man ganz schlecht rauskriegen hier. Ich total Angst hier. Wow. Ja, cool sind sie schon, ne? Mit diesem Silberwirbel. Ja, wobei ich sagen muss, die Brenndauer ist trotzdem nicht so lang. Ja, geht. Aber immerhin drehen sie sich wirklich von vorne das bis hinten. Das ist allerdings richtig, ja. Ja, das meinte ich. Oh. Ja. Oh, dieser Geruch und dieser Rauch. Ja. Ist halt nur bei dieser kühlen Luft so schön. Deswegen gut, dass wir gewartet haben. So. Trotz, dass ich immer noch erkältet bin, rieche ich es. Das ist doch schön. Also da auch schon mal, wenn ich in den ganzen Videos jetzt irgendwie mal husten sollte ab und zu, ich bitte es zu entschuldigen, ich versuche mich zusammenzureißen. Das ist doch die beste Aromatherapie. So, die Blitz. Die Blitz. Da geht schon los. Wahnsinn. Dass du noch einen Stickhusten kriegst bei dem Rauch. Ach, Gschmarri. Wobei, was wir heute vorhaben. Ja, winzige Meteoriten sind das. Ich tue mal ein paar mehr raus. Süß. Gleich auf den Boden damit. Ja, wo ist der jetzt? Hier. Vor dir. Ja, winzige Dinger wirklich. Ich erwarte jetzt mal nicht viel. Ich auch nicht. Aber waren doch ganz gut, ne? Ja, von der Lautstärke her, muss ich sagen, hätte ich das jetzt nicht erwartet. Ja, ich auch nicht. Die sind echt laut für die Viecher da. Und der letzte. Der war dann nicht mehr ganz so laut, der letzte. Nackig, aber nicht laut. Ja. Aber an sich eigentlich schon überraschend, ne? An sich überraschend laut, muss man sagen. Ja, doch, durchaus. Für die Größe. So. Spinny. Spinny. Was ist denn das jetzt? Bodenmöbel? Schätzungsweise schon. Wenn man vom Namen auf den schließt. Hier immer 2 Stück drin. Schön. Einmal mit Rot, einmal also mit Grün. Man muss doch sagen, durchaus nicht ganz übliche Artikel. Nee. Und sind auch auf beiden Seiten abgerundet. Das finde ich sehr interessant. Warte mal die Grüne nach oben. Naja. Gucken wir mal. Machen wir erstmal den Grün, wie gesagt.
kräftiger Silberkreisel. Dreht sich gut, klar, auch hier wieder irgendwie nicht so wirklich lange Brenndauer, aber schöner Effekt. Und wie gesagt, dreht sich sehr gut. Ja. Ja doch, die können überzeugen, finde ich. Jetzt wäre noch so ein kleines Crackling-Finale geil. Das wäre geil, ja. Aber auch so sind sie schön. So, meine dann Frage. Kommen wir quasi jetzt auch schon zum letzten Artikel aus dem Sortiment. Jo. Und zwar die Crackling Ball von Explode. Ich verstehe auch nicht, wieso die immer die Packungen so zusammenfalten. Damit es ins Sortiment ja. passt. Aber wieso nimmt man da einfach eine kleinere Packung? Das ist doch voll umsonst. Das ist natürlich berechtigt, ja. Hier ist es sogar schon offen. Schick. Nicht so große Knatterbälle, aber mit Kügelchen, aufgrund der Länge der Zündschnur. Da waren die Meteoriten, glaube ich, lauter vorher. Gefühlt, ja. Da war aber besser. Aber die streuen sich schön weit, ne? Ja, das stimmt, ja. Schön golden, das ist auch nicht immer der Fall. Jesus, die mag ich irgendwie. Ja, doch. Also so im Gesamtbild. Beim ersten dachte ich so, naja, aber... Die gefallen mir echt. Doch. Ja. Können überzeugen. Ja. Haben wir das schon? Dann war es das. Kleines, aber Sortiment ist leer. Für den Anfang der Serie finde ich auf jeden Fall trotzdem noch ein schönes Sortiment. Startschuss. Also ich finde vor allem, dass da durchaus die ein oder anderen besonderen Artikel dabei sind, wie eben auch die Firing. Klar, auch die sind durchaus etwas gefährlich, aber, aber wenn man gut damit umgeht, ist es sehr, sehr schön anzusehen. Ja, wie ist dein Fazit zu dem Sortiment? Für die paar Euro echt gut. Ja. Würde ich mir auch kaufen. Also kann man sich durchaus mal holen, Leute. Ja, danke schön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.